Neriano hier mit Konstantin Philipp gibt es beim zweiten Ritt in seinem Leben den ersten Sieg. Mit einem echten Husarenritt hat Konstantin Philipp in seinem erst zweiten Rennen gezeigt, was er kann. Auf dem Hengst Neriano gewann der Nachwuchsreiter im Stil eines abgebrühten Jockeys und beeindruckte die Konkurrenz auf der Rennbahn. Neriano und Konstantin Philipp gewinnen. Es war ein super schönes Gefühl, gleich mit meinem Lieblingspferd ein Rennen zu gewinnen. Und es hat irgendwie alles gepasst an dem Tag. Zu Hause ist Konstantin in München-Riem. Jede freie Minute nutzt er, um im Rennstall von Trainer John Hillis mitzuarbeiten und zu lernen. Kommt eigentlich ganz zufällig. Früher habe ich Fußball gespielt und Eishockey, eben was so ein Junge in meinem Alter macht. Aber meine Schwester ist immer schon geritten. Und dann wurde ich da mal zufällig aufs Pferd gesetzt und seitdem wollte ich eigentlich immer reiten. In den letzten 12 Monaten hat sich so entwickelt, es ist wie ein Profi-Jockey im Stall. Und ganz ehrlich, ja, er mag seine Pferde, er mag seine Putzen. Das verlange ich von jedem, dass er in den Stall kommt. Ich schenke keine etwas. Seit 4 Jahren gehört der junge Mann aus München-Bogenhausen zum Rennstallteam und ist sich für keine Tätigkeit zu schade. Neben Fleiß hat er aber auch Talent, das sein Trainer fördert. Der Plan ist, dass Konstantin eine Ausbildung zum Pferdewirt und Berufsrennreiter macht. Er ist so weit jetzt, dass ich lasse ihn fast nur reiten. Er reitet 6, 7 Pferden her für mich pro Tag. Der 12. September kann ein wichtiges Datum für den jungen Reiter werden. Am Lotto Bayern Renntag soll Konstantin Philipp im ersten Lauf zum bayerischen Amateurchampionat an den Start gehen. Es ist schon schön, auf der Heimatbahn zu reiten, weil es einfach, ich bin hier geboren und es sind dann auch viel mehr Leute da, die ich kenne und es ist einfach zu Hause. In 4 Rennen ist Konstantin Philipp bisher geritten. Eines hat er gewonnen und 2-mal wurde er 2. Vielleicht galoppiert er wieder allen davon und sorgt für die nächste Schlagzeile, diesmal auf seiner Heimatbahn in München-Riem.